Ein Gefühl der Erleichterung breitet sich in mir aus. Die allerletzte Pokémon-Bewertung heute, die es jemals in dieser Form geben würde mit den Bildern, werde ich das, wie gesagt, nie mehr machen, weil es einfach zu anstrengend war, alles. Es wird sie wieder geben, aber in einer anderen Form, eben während der Erkundungspart etc. werdet ihr dann auch sehen, wie ich es machen werde. Jedenfalls schließen wir das Ganze mit Demeteros würdig ab. Seine Tiergeistform. Es hat nur zwei Schwächen, allerdings eine Eis-Vierfach, eine Wasser-Doppelt. Also Wasser-Pokémon könnten ihm schon Schaden zufügen, sagen wir mal so. Hier gibt es aber auch eine Möglichkeit. Bedroht tut erstmal den physischen Angriff senken, wobei Wasser- und Eis-Pokémon meistens speziell angreifen mit Surfer und Eisstrahl. Dennoch, der Angriff ist ziemlich hoch, das kann man gut nutzen mit einem harten Wesen. Froh geht natürlich auch, Froh ist vielleicht sogar noch besser, um die Init auf ein ganz akzeptables Maß zu steigern, um dann einfach mit Erdbeben abgehen. Erdbeben als Stab-Attacke und Steinkante. Schon mal ganz wichtig. Fliegen tät ich ihm nur in-game geben, weil das Problem ist einfach, im CP hat er dann die Möglichkeit zu wechseln, also Fliegen tätig ihm in-game geben, NCP tätig ihm Kehrtwende geben, um ihn schnell rauszuholen, falls da ein Eiser- oder ein Wasser-Pokémon ist, um sich praktisch in Sicherheit zu bringen. Und als letzte Attacke Kraftkoloss, was dann die Eis-Pokémon sauber erledigen kann. Und ja, als Item dann noch, um das Ganze abzurunden, Überreste. Weil, ja, ich glaube, Leben November eben nicht ganz so gut. Also gut, ich danke euch allen für die langen Tradition der Pokémon-Bewertungen. Insgesamt über 170 Bewertungen, die ich gemacht habe. Ziemlich viele, über 300 Bilder, die ich erstellt habe. Jetzt bin ich erstmal müde und wie gesagt, erleichtert, dass ich es geschafft habe, das durchzuhalten. Wie gesagt, das wird es irgendwann in anderer Form geben. Das LP geht so weiter, nur halt ohne Bewertungen. Aber ja, auch in anderen Generationen werden alle Pokémon, die in den regionalen Decks sind, bewertet, auf die jeweilige Generation angepasst, nur halt anders. Ja, und dann sehen wir uns. Herzlich willkommen zurück bei Pokémon Weiße Edition 2, Part 157. Und wir befinden uns hier noch auf der Route 1. Bevor ihr euch wundert, warum die Level in dem Gras so hoch sind, und man hat es hier relativ clever gelöst. Man hat es nämlich so gemacht, dass es in der normalen Route 1 eben nur das normale Gras gibt und dafür einprogrammiert, dass falls dunkles Gras kommt, die Level wesentlich höher sind. Das war eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum man das gemacht hat, damit man da auch in den Routen gut differenzieren kann. Weil in früheren Teilen hatte man ja oft das Problem, dass wenn man spätere Teile einer Route betreten konnte, eben durch Surfer oder sonstige TMs, die Pokémon dann viel zu unterlevelt waren. Das hat man hier versucht gut zu umgehen, wobei dieses Spiel sowieso mehr als, ich sag mal, lobenswert ist. Was die Level angeht, ich habe neulich mal wieder ein bisschen Soul Silver gespielt und Und ja, so Silver, ich mit Hardgold schon durch bin. Aber gut, ich habe mir länger überlegt, worüber man in diesen Videos jetzt reden könnte. Denn ihr solltet wissen, was vor uns liegt, ist eine relativ weite, eine relativ weite Session. Also Route 17 und Route 18 sind groß, also wirklich groß, das könnt ihr mir glauben. Und da kommt eine Menge noch auf uns zu. Die Mechaniken werde ich erklären, wenn ich dann da bin. Jedenfalls hatte ich mir gedacht, könnten wir uns die Zeit... Ups, kurz Einwand, Schönschuppe. Dieses Item findet sich gleich zweimal hier erstaunlicherweise. Auf der Route 1 und auf der Route 18 auch nochmal. Warum? Weiß ich gar nicht. Ist hier noch... Ja, ich glaube, den Trainer muss ich noch bekämpfen, oder? Ja. Wie gesagt, warum? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, wie es funktioniert, man muss es Barschuft geben und dann tauschen, damit es sich zu Milotic entwickelt. Der Milotic hat ja einige Sachen durchgemacht, um sich zu entwickeln. Man hatte ja zunächst die Möglichkeit, werdet ihr euch erinnern, dass man seinen Schönheitsstatus
erhöhen musste in Rubin, Saphir, Smaragd und Diamond, Pearl und Platin. Also in Hardcore Silver, es diesen Wert nicht mehr gab, wurde es auch nochmal anders gemacht und jetzt hat man sich wirklich darauf festgelegt, den Schönheitswert zu streichen, was sehr gut ist, weil ich meine, die Contests in Generation 3 waren noch okay, aber die in Generation 4 waren viel zu viel auf Glück ausgebaut. Gut, was man sich über die Musicals gedacht hat, weiß ich auch nicht, aber ja, was geht denn in diese Richtung? Und außerdem ist Barschuft hier viel, viel einfacher zu fangen. Es hat einen schwarzen Löcher schon ausgereicht, auf der Route 1 in einem Pokémon-Schatten zu angeln. Da hat man mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit Barschuft gefunden, also es ist nicht mehr ganz so schlimm und ich bin gerade ein wenig erstaunt, wie viel mir dieses Kramschiff mit Schmarotzer abgezogen hat, weil Schmarotzer bedient sich von meinem physischen Angriff und ich habe bei Starmie erwiesen, dass den physischen Angriff reduziert. Gut. Es ist eine Unlichtattacke und es hat Stab. Und es ist, also es ist sehr effektiv, aber trotzdem, also Kramucks, also der eigentliche Angriff von Kramschiff ist jedenfalls deutlich stärker als meiner. Aber gut, da kommen wir zum Thema zurück. Ich sagte ja, dass ich über etwas reden möchte. Oder ich dachte, ich könnte vielleicht einfach mal die Zeit nutzen, um euch etwas näher zu bringen, was meine Kindheit sehr geprägt hat. Es hat jetzt nichts mit diesem Spiel direkt zu tun, aber mit Pokémon. Und zwar habe ich, als ich klein war, mir eine Geschichte zu Pokémon ausgedacht, die ich Mystic Worlds of Guards genannt habe. Und ich wollte euch einfach mal ein bisschen daraus erzählen. Keine Sorge, ich werde meine Dragon Ball-Geschichte nicht mehr erzählen. Ich habe akzeptiert, dass das hier in Pokémon nichts verloren hat, aber ich dachte mir, so eine Pokémon-Geschichte könnt ihr vielleicht zumindest die Grundzüge anfangen zu erzählen oder eben zu erzählen, werde ich kommen. Entschuldigt, diese Leuchtschrifttafel ist nie eingeschaltet, okay? Ich bin zu lange in der Weltgeschichte umhergegangen, dass ich inzwischen meine Heimat schätzen gelernt habe. Das dachte ich damals so heiß darauf war, endlich von da wegzukommen. Meine Pokémon sind immer so wild darauf zu kämpfen, dass mir langsam etwas die Puste ausgegangen ist. So lege ich hier auch erstmal eine kurze Pause ein. Ja, warum soll diese Leuchtschrifttafelanzeige auch an sein? Ich meine, da kommt eh niemand hin. So, Route 17, Vorsicht vor starken Strömungen. Also, hier gibt es wieder Strömungen. Das ist das erste Mal seit der Höhenregion. In Sinnoh gab es sie nicht. Wahrscheinlich wollten sie da erstmal eine Pause von den ganzen Wasserrouten schaffen, was ich nur zu gut nachvollziehen kann, denn die haben sehr am Nervenkostüm gezerrt, muss ich ehrlich sagen. Ich tausche jetzt einfach mal und schicke jetzt Rayman nach vorne, denn natürlich Wasserrouten sind endlich mal eine echt gute Gelegenheit für ihn, sich aufzuleveln. Aber ja, wie gesagt, ich erkläre noch kurz, wie das hier funktioniert. Ich muss an sich die richtigen Strudel nehmen und die richtige Kombination nehmen, um bis zum Land hinten zu kommen und dann auch bis einem Labor zu kommen. Ist relativ interessant, sich das mal anzuschauen. Ich glaube sogar, das Labor hat einen eigenen Eintrag in der Habitatsliste. Habe ich nicht wirklich geschaut, als ich das gesehen habe, aber ja, gut. Auf jeden Fall muss man da dann auch ein bisschen ums Eck denken, um dahin zu kommen. Ist nicht ganz so kompliziert wie das in Rubin, Saphir, Smaragd. Weil da alle Trainer zu begegnen und Relikant und Quatsch. Ja gut, Relikant hat man schon gebraucht, aber ja, um Relikant und Vylor zu der Golem-Höhle zu bringen, um Regice, Regirock und Registeel zu erwecken. Das war doch nochmal ein bisschen anspruchsvoller, aber ja, ist auf jeden Fall eine richtig gute Idee, die hier hinter steckt. Es gibt nur zwei kleinere Probleme. Das eine ist, dass die Rate an wilden Pokémon absolut krank ist. Also, hier ist sie echt hoch. Und im Pokémon Schwarz und Weiß war das Problem, dass die Level zudem sauniedrig waren. Ich weiß nach wie vor nicht, was man sich dabei gedacht hat, weil es einfach so sinnlos ist. Weil man Surfer erst aber einen gewissen Punkt bekommt, dann muss man sie mit so niedrigen Leveln rumschlagen. Das versteht, glaube ich, niemand. Aber hier ist es jetzt zum Glück besser. Hat man richtig schöne, hohe Level. Und ja, sollte noch irgendwas auftreten, werde ich hier noch was sagen. Im Pokémon Schwarz und Weiß konnte man hier ein Ignivore-Ei kriegen, um Ramoth zu, man Ramoth zu haben, und zwar schon vor den Top 4, weil nach den Top 4 konnte man es da fangen. Ist natürlich die Frage, ob man vor den Top 4 es bis Level 59 hochtrainiert hat, aber gut. So, jetzt werde ich mich einfach hier um alles nebenher kümmern und kann dann endlich mal zu meiner Erzählung kommen, wie ich mich ja schon länger kümmern wollte. Also die Grundidee, die ich hatte, als ich mir das Ganze als Kind ausgedacht habe, war zunächst simpel, weil ich war auf der Seite pokemonexperte.de und da gab es
ein sogenanntes Pokémon-Tagebuch. Und ich dachte, ja, das wäre doch cool, eine Geschichte zu schreiben. Und ich damals viel Gold, Silber, Kristall gezockt habe, habe ich mir da eine Geschichte ausgedacht, die in Johto spielt. Zunächst mit dem Helden von Gold, Silber und Kristall. Und das hat sich dann zu etwas ganz Großem entwickelt, was ich euch nun etwas näher bringen möchte. Also die Grundidee war zunächst einmal, alle Editionen, die irgendwie rausgekommen sind, miteinander zu vereinigen. Hierbei habe ich mich aus einigen interessanten Töpfen von Pokémon bedient und auch aus einigen interessanten anderen Töpfen bei anderen Animes etc. Da war schon einiges zu finden. Also gut. An sich, ich habe mir da die Vorgeschichte erst später ausgedacht, aber es geht an sich los mit dem Trainer aus Rot-Blau-Gelb. Den habe ich Alexander genannt. Also zunächst in der Beta-Version hieß er noch einfach Ash, aber das war mir irgendwann langweilig, jetzt habe ich ihn Alexander genannt, auf jeden Fall. Der geht auf Reisen gemeinsam mit seinem Rivalen. Das ist zunächst alles standardmäßig. Ja, die ganze Story, die man aus Rot-Blau-Gelb kennt. Er besiegt Team Rocket, gewinnt gegen die Pokémon-Liga, besiegt danach seinen Rivalen und wird anschließend der Champion über Kanto. Soweit war alles gleich. Danach kommt nun die Abweichungen, denn ich wollte zum Beispiel auch erklären Sachen, warum zum Beispiel man Rot in Pokémon Gold Silber trifft, warum er da nichts zu einem sagt etc. Also die Story geht insofern weiter. Er bekommt von Professor Eich die Möglichkeit, nach Johto zu reisen. Die Gelegenheit nimmt er wahr, weil er sich denkt, ja cool, kann ich neue Pokémon entdecken, etc. Also fährt er vom Hafen von Oranje City nach Oliviana City. Läuft auch zunächst alles normal. Er gewinnt den Orden in Oliviana City. Und ich sollte eine Sache noch erwähnen, das ist ganz wichtig, das habe ich komplett vergessen. Er findet auf seiner Reise keine Freunde, die mit ihm kommen. Das ist wichtig, weil es sich das später noch ändern wird. Auf jeden Fall, er findet keine Freunde, die mit ihm kommen. Er reist zunächst alleine. Auf jeden Fall kommt er nach Oliviana City an, gewinnt auch gegen Jasmin. Alles ganz easy. Sein Team ist übrigens, besteht aus einem Glurak. Aus den drei legendären Vögeln, also Lavados, Zapdos und Arktos. Aus einem Simsala und aus einem Relaxo. Also sehr mächtiges Team, was er da aus Kanto mitgebracht hat. Ist natürlich auch kein Problem, ihn zu erledigen. Zwar zwei Feuer-Pokémon, aber gut. So genau nimmt man es in der Story nicht, nehme ich an. Auf jeden Fall, anschließend kam er dann, ist er natürlich zurückgewandert nach Teak City. Ihr kennt ja die normale Reihenfolge. Zunächst ist er nicht nach Anemonia City gereist, der Alexander, sondern direkt weiter nach Teak City. Und dort kommt jetzt die alles entscheidende Wendung, denn ich habe mich aus der Hintergrundgeschichte von Teak City bemüht. Dort war ja der Brand vor 300 Jahren, soweit ich weiß, der den Zinnturm zerstört hat, in dem die legendären Raubkatzen gelebt haben. Ich habe es nun in meiner künstlerischen Freiheit etwas angepasst. Genau, ich glaube, ich muss hier runter. Sehr gut, jetzt bin ich an diesem Stück Land. Wollte ich nochmal sagen, und wenn man dann hier mit surft, kommt man hierhin zurück. Also, okay. Gut, kommen wir jetzt nochmal dazu. Auf jeden Fall, zu dieser Zeit Teak City. Zwei große Türme. Die normale Hintergrundgeschichte, die man kennt. Im Zinnturm links lebte Lugia und, ja, ich musste mich gerade auf zwei Sachen konzentrieren, deswegen entschuldigt. Im Zinnturm rechts Ho-Oh. Und die Stadt war relativ bekannt für diese Erscheinung der legendären Bestien. Die waren sozusagen eine Touristenattraktion. Die Sache war nur die, dass nur wenige Menschen sie sehen konnten. Denn nur wer ein reines Herz hatte, konnte in Kontakt zu diesen legendären Bestien treten. Und viele Pokémon-Trainer gehörten nicht dazu. Also die eben stur aufs Gewinnen fixiert waren. Ich sag mal so. Auf jeden Fall, Alexander kam da dort an, hat sich das angehört mit der Geschichte und alles, dachte sich, ja, cool. Also, machen wir das mal. Dann ist er also in Richtung, da hat er sich ja schon mal an, ist er in Richtung Zinnturm gegangen
Und er war tatsächlich einer derjenigen, der die drei legendären Raufkatzen sehen konnte, die im Übrigen von beiden Sinntürmen hin und her gewandert sind. Woraufhin der Wächter vom Tempel zu ihm kam und sich erstmal erstaunt zeigte, dass dieser überhaupt in der Lage war, diese legendären Pokémon zu sehen. Dann sind sie ins Gespräch vertieft worden und irgendwie fand er das Ganze sehr, sehr faszinierend. Da mit Suicune, Raikun, Entei, aber diese Namen hatten sie damals noch nicht. Sie hießen noch die namenlosen Elementbestien. Beziehungsweise, ja, Raikou hieß die Elementbestie des Donners, Raikou Elementbestie des Feuers und Suicune Elementbestie des Nordwindes. Also die hatten damals noch keine Namen, aber er hat sich auf eine überraschende Art und Weise hingezogen gefühlt zu diesem ganzen Leben und mit den verschiedenen Pokémon, mit den legendären Raubbestien und mit Ho-Oh und Lugia da zu leben. Also hat er gesagt, okay, ich unterbreche meine Reise erstmal, die Reise in Johto, alle Arena-Orden zusammen, ich unterbreche es erstmal und bleib eine Weile hier. Und wie es öfters ist, er blieb wirklich lange da und kam dann auch irgendwie nicht mehr los. Dieses Leben hat ihm sehr, sehr zugesagt. Bis schließlich der Wächter ihm die Frage gestellt hat, ob er hier bleiben und sein Nachfolger werden wolle. Also die Wächter dürft ihr euch so ungefähr wie die Mönche aus Gold, Silber und Kristall vorstellen. Und ja, Alexander fing wirklich an zu überlegen. Doch dann geschah das große Unglück, was auch schon in den Editionen angekündigt wurde, nämlich dass der Sinnturm anfing zu brennen. Und in der Spielgeschichte lag das daran, oh wartet kurz, hey warte mal, täusche ich mich oder sieht dein Pokémon Team müde und abgeschlachtet? Oh gut, die heilt uns, vielen Dank. Auf jeden Fall, da war es wegen einem Elektroeinschlag. In meiner Geschichte hingegen war es krasse Brandstiftung. Und zwar ausgehend von Team Nightmare, was bis dahin noch nicht eingeführt wurde. Auf jeden Fall ein Syndikat des Bösen, viel böser als jedes Pokémon-Team, was man bisher kannte, denn ihnen ging es wirklich um absolute Zerstörung, mehr oder weniger. Zu dem kranken Plan werde ich... Wobei, nee, kommen wir gleich darauf zu. Ihre Idee war es, Pokémon einzufangen und dann ihre Gene zu untersuchen, um mächtige Klon-Pokémon zu erschaffen. Das war ihre Idee. Und ein Pokémon hatten sie geklont. Und das hieß, im Imperator-Pokémon nannten sie es. Es war eine Art Robotermischung zwischen einem Garados und einem Dragoran. Also relativ brutal, sich das zu überlegen. Auf jeden Fall war es extrem mächtig. Und mit diesem hatten sie einen Brandschutz in Teak City gelegt. Und ja, ich verkaufe aber mein Zeug nebenher, ist ja eh wurscht. Woraufhin die legendären... Also warum die legendären Bestien sich nicht verteidigen konnten. Ja, sie waren sozusagen in ihrer Friedensphase und hatten gar nicht gelernt zu kämpfen, weil sie niemals kämpfen mussten. Deswegen wurden sie von den herabfallenden Teilen vom Sinnturm vernichtet. Im nächsten Part geht's weiter, nur kurze Unterbrechung.